Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, das Quartal ist schon wieder um und somit stelle ich euch die TEPA-Werkstatt vor. TEPA-Werkstatt bedeutet, ich lade all meine Demonstratoren aller drei Ebenen ein. Jeder kann mitmachen und wenn sich die Anmeldungen gesammelt haben, dann schicke ich Material raus. Und zwar an jeden exakt das gleiche Material. Beziehungsweise das DSP variiert ein wenig, aber ansonsten das gleiche Material. Für das letzte Quartal haben meine Teammitglieder bekommen ein Bogen in Grundweiß, ein Stückchen 6x6 Designpapier, das ist jetzt vergangen quasi, aus dem letzten Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog, und ein Stückchen Pergament, das ist nach wie vor aktuell. Das gibt es im Jahreshauptkatalog, das ist Pergament in Schwarz und Weiß. Und auch das ist aktuell immer noch ein Stückchen von dem weißen, breiten Geschenkband. Wie gesagt, das Einzige, was so ein bisschen variiert, ist, entweder ist das Pergament schwarz oder weiß. Und das Designpapier ist natürlich ein bisschen anders im Muster, aber alles aus einem Paket. Was meine Teamies machen dürfen, ist, sie dürfen ein klein wenig hinzufügen, allerdings nur in Form von ein bisschen Bling-Bling. Manchmal, wenn es nicht anders geht, auch ein Stück Band oder so, wenn sie irgendwas schließen müssen. Aber das war's. Alle arbeiten mit dem gleichen Material, aber sie dürfen das Material, was sie bekommen, bearbeiten, wie sie wollen. Bestempeln, ausschneiden, ausstanzen, kolorieren. Sie können alles damit machen. Ich zeige euch mal, was aus diesem Material meine Teamies gemacht haben, und das ist, ich bin jedes Mal wieder fasziniert davon, was aus ein und demselben Materialpaket bei rauskommen kann. Gleich nach dem Intro geht es los. Starten wir mal mit der lieben Katja. Katja ist ein Teamie von mir, eine Eigenbedarfsdemo, sage ich mal. Die hat dieses Mal, ich meine, sie hat das erste Mal mitgemacht, was ich sehr, sehr schön finde. Und diese Karte ist dabei rausgekommen. Was sie gemacht hat, sie hat das Pergamentpapier bestempelt und hier eine Libelle hinzugefügt, das Designpapier Vorder- und Rückseite bearbeitet, hier noch das Band mit eingebaut und da ist dann eine kleine Grußkarte draus geworden. Total schön. Dann haben wir, jetzt muss ich mal eben gucken, da ist ein Umschlag mit bei, weil das eine quadratische Karte ist. Da ist noch ein bisschen mehr drin. Was ich total schön finde, dass ganz oft, nicht immer und ist auch überhaupt nicht notwendig, aber ganz oft ist der Anreiz da, dass sämtliches Material bitte verarbeitet werden soll. Und wenn ein bisschen Papier übrig bleibt, werden noch Tags gemacht. Das hier kommt von Aline Zöntchen. Und Aline hat eine Aufstellkarte gemacht. So stellt man sie auf. So sieht sie dann aus. Also ganz viel ausgestanzt. Und hier ist ein, oh, ich sehe gerade, hier ist ein Magnet hinter, damit das flach liegt. Ah, ich verstehe. Hier vorne schön bestempelt, also wirklich, da ist alles bei, was da so bei sein soll. Und da Aline noch ein bisschen Material übrig hatte, hat sie noch diesen schönen Tag hier gemacht. Den kann man irgendwo einfach mit an ein Geschenk ranhängen. Und dann blieb wohl offensichtlich immer noch ein bisschen übrig. Und dann kam da noch so ein Mini-Tag bei raus. Finde ich total schön, dass wirklich alles verarbeitet wird. Das ist überhaupt keine große Sache. Wenn Material übrig bleibt, bleibt Material über. Aber wenn es dann verarbeitet wird, ist es natürlich total toll. Was auch sehr schön ist, ich spende ja meine Karten. Also ein großer Karton ist jetzt schon wieder voll. Und da denken zum Glück meistens meine Teamies alle dran, dass sie die Karten nicht beschriften. Und wenn, dann über einen Einleger oder ein Post-it. Und
dann kann ich die nämlich spenden und das ist total schön. Das hier ist eine total tolle Technik. Ich muss mal eben fragen. Monika Galonska. Monika, ich kann mich noch so gut dran erinnern, dass du gesagt hast, oh, ich weiß gar nicht, ob ich bei der Tepa-Werkstatt mitmachen soll. So tolle Karten mache ich doch gar nicht. Ich habe noch nicht eine nicht schöne Karte von dir gesehen. Das hier ist eine Kacheloptik. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Da werde ich sie mal zu befragen. Total schön und was völlig anderes, was sie hier draus gemacht hat. Hat das bestempelt und total toll. Innen drin hat sie, da kann man dann was reinstecken. Das ist auch eine schöne Idee. Hat sie das Band bestempelt und also wirklich ganz schick gemacht. Hier das Pergament noch koloriert. Total schöne Karte. Und wie gesagt, das mit dieser Kacheloptik, da muss ich sie mal fragen, wie das geht. Das habe ich noch nicht gesehen bisher. Dann haben wir eine Karte von Anja Peach. Auch wieder was total anderes. Anja hat sich, es passt natürlich schön, das Stempelset mit den Tieren genommen und einen Panda gemacht. Hat das hier mit dem Diorama ausgestanzt. Auch total schön. Jetzt muss ich mal eben gucken. Und innen drin hat sie dann auch noch einen kleinen Rest vom Designpapier mit reingesteckt. Reingeklebt und da kann man es dann wieder beschriften. Auch eine sehr schöne Karte, Anja. Vielen Dank. Dann haben wir Katja Hamann. Und Katja hat eine Lagenkarte gemacht. Das heißt, sie hat das alles schön übereinander gelagert, hat die passenden Stanzformen dazu genommen und auch hier alles Mögliche ausgestanzt und übereinander gelagert. Solche übereinander gelagerten Karten sind immer total schön. Katja kennt ihr schon. Oh, hier drin hat sie auch noch was ausgestanzt und mit reingelegt. Katja kennt ihr natürlich von meinem letzten Teamschnack auch. Katja Hamann, Kreative Pause EL. Unbedingt mal auf ihrem YouTube-Kanal vorbeigucken. Die macht unfassbar schöne Projekte. So, das legen wir hier mal rüber. Dann habe ich die Karte von Margit Schmidt. Auch Margit. Also, jetzt muss man gucken, hat sie ihre Karte? Ja. Margit hat ein anderes Set genommen, nämlich die Herzenspost aus dem Jahreskatalog und hat hier kleine Vasen gefaltet aus dem Designpapier. Schöne Idee. Und innen drin, ach guck mal, und hier hat sie das mit abgedeckt. Sehr schöne Idee. Innen drin hat sie dann das Pergamentpapier mit der Landkarte noch genommen. Auch je nachdem, was für ein Set man nimmt, was völlig anderes. Und hier hat sie das so schön abgeschrägt, damit das hier durchkommt. Sehr, sehr schön. Margit findet ihr unter... Alarmanlage geht gerade an. Margit findet ihr unter Stempelprisma. Sowohl hat sie eine Homepage als auch auf Facebook, Instagram und auch YouTube. Gerne mal vorbeischauen. So, dann haben wir Antje Bibitsch. Da mal eben schauen. Ich kriege immer so kleine Briefchen mit dabei. Das finde ich immer total schön. Da ist Antje. Auch Antje hat eine Lagenkarte gemacht, aber anders. Sie hat im Hintergrund gestempelt. Sie hat hier die Lagen auch übereinander gelegt. Hier hat sie noch embossed, noch zwei Kreise koloriert. Das war alles weißer Farbkarton, nicht vergessen. Das sieht mir aus wie mit Blendingpinseln gemacht. Das kann man alles machen, so kann man aus weißem Farbkarton natürlich jeden anderen farbigen Karton nehmen, den sie ja nicht nehmen dürfen. Auch hier ist koloriert und da eine Mattung draufgelegt. Hier sieht man es, einen Moment, ich klappe das mal auf. Hier sieht man es, das ist der weiße Farbkarton und hier hat sie koloriert. Hier liegt keine Mattung drin. Innen drin hat sie noch ein kleines Täschchen gemacht, einfach ein bisschen Designpapier aufgeklebt und... da hat sie dann ein Tag draus gemacht. Schöne Idee. Kann man super schnell machen. Also die hier ist nicht super schnell, ne? Das Täschchen innen drin. Antje ist zu finden im Internet unter einfach bastelhaft. Auch mit Antje habe ich schon einen Teamschnack gemacht. Ihr findet sie einerseits auf ihrer Homepage, die Stampin' Up Homepage.
Und bei YouTube und auch Instagram. Sie ist bei Instagram sehr aktiv und zeigt viele ihrer tollen Projekte. So, dann haben wir Yvonne Nagel von Das Kreative Ips. Ich wollte eben gucken. Nein. Und die Karte. Ah, okay. Genau. Die habe ich gesehen. Ich muss mal eben kurz einmal aufmachen. Ja. Sie hat hier das Band komplett aufgefusselt. Ich zeige euch das mal etwas dichter. Dieses Band ist komplett aufgefranst. So sieht das eigentlich aus. Und das kann man halt auffransen. Eine Heidenarbeit, aber sieht natürlich schick aus. Schöne Kante. Und innen drin hat sie dann, was ich fürchterlich witzig finde, dieses Pergament als Landkarte genutzt und hat hier eine Lupe raufgesetzt und hat hier draus eine Pinnnadel gemacht. Witzige Idee. Yvonne ist zu finden unter Das Kreative Ips bei YouTube und ich meine, sie hat bei YouTube auch schon die Anleitung dafür hochgeladen. So, dann haben wir Susanne Arke. Auch Susanne ist noch eine relativ neue Demonstratorin bei mir im Team. Und Susanne hat es quasi andersrum gemacht. Sie hat eine große Blüte genommen und um das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, verschwimmen zu lassen, hat sie das Pergamentpapier oben drauf gelegt. Auch eine schöne Idee, ist einfach mal was anderes. Das hier unten ist embossed. Und hier habe ich wieder ein Kärtchen bekommen, ein Briefchen bekommen. Innen drin hat sie noch zwei Blätter gestempelt. Auch sehr, sehr schön. So, dann haben wir Sandra Thielemann. Auch Sandra ist aktiv, das weiß ich. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Da ist mein Briefchen. So, auch Sandra hat eine Lagenkarte gemacht, allerdings in einer völlig anderen Form. Nämlich, sie hat, ich würde sagen, das sind die bestickten Rechtecke, aber die haben wir, diese Formen haben wir mittlerweile in ganz, was heißt in ganz vielen, in einigen Stanzformsets mit drin. Und diese Rechtecke hat sie übereinander gelegt und daraus Lagen gemacht. Andere Vorgehensweise, aber auch eine Lagenkarte. Band mit eingebaut, sehr schön. Und Sandra ist zu finden unter Ergo Paper und zwar bei Instagram auch unter Ergo Paper. Da hat sie noch mal raufgeschrieben: Ah, die Stanzformen sind so aus so hübsch bestickt. Da kommen sie her. Und das Stempelset ist blütenzart. Ah, okay. Auch schön, das damit bei. Ich muss dann immer raten, schön, das damit beizuschreiben. So. Gehen wir weiter. Das ist von Daniela Kobmann. Ah, diese Karte hat sie schon auf ihrem Instagram-Account vorgestellt. Habe ich nämlich schon gesehen. Und zwar hatte auch sie hat mir ein kleines Briefchen geschickt. Sie hatte mir geschrieben, die Farben waren so gar nicht ihrs. Aber trotzdem hat sie da eine tolle Karte draus gemacht. Sie hat das aufgeteilt und hat hier eine Flasche ausgestanzt. Da gibt es ja eine Handstanze zu. Hier steht Flaschenpost mit drin. Botschaft mit lieben Grüßen. Und innen drin hat sie dann nochmal die beiden Flaschen genommen. Finde ich sehr, sehr witzig. Daniela ist zu finden unter Papierpfote. Sie ist sehr aktiv auf Instagram. Und bei Facebook ist sie auch. Also da könnt ihr euch sehr gerne mal ihre tollen Projekte anschauen. Dann haben wir Stempelfreude. Das ist Carina Neff. Ups. Oh nein, jetzt mir die. Wo ist sie? Da. Nein, hier habe ich sie. Doch nicht runtergefallen. Auch von Carina habe ich ein Zettelchen bekommen. Und Carina hat sich das eigentlich sehr einfach gemacht. Aber auch, wenn man sich das einfach macht, ist mit ein bisschen DSP sind da super schöne Karten mit zu kreieren. Das ist die Vorderseite des DSPs, das ist die Rückseite des DSPs und damit man die Kante nicht sieht, hat sie da einfach das Band drüber geklebt. Kann man wunderbar machen. Ganz schnelle Karte, sehr schlicht, aber sehr, sehr schön. Und hier hat sie gleich drei Lagen genommen und hier hat sie nämlich das Pergament in den Hintergrund mit reingelegt.
Stempelspruch drauf, fertig ist die Karte. So schnell kann das gehen. Carina ist zu finden auf ihrer Homepage, bei Instagram und auf Facebook unter Stempelfreude-CN für Carina Neff. Und das hier hat sie sich nämlich gerade kreiert. Das ist ihr Logo. Total schön. Ist das eine Orchidee? Nein. Nein, eine Orchidee sieht so nicht aus, oder? Eine Amaryllis? Das ist eine Blume. Auf jeden Fall eine schöne. Ihr wisst ja, das Grüne nach oben, mehr weiß ich nicht. Nee, eine Orchidee sieht anders aus. So, wen haben wir denn hier? Jennifer Niehaus. Jennifer ist eine Kundin von mir, die auch noch nicht sehr lange bei mir im Team als Demonstratorin ist. Und ich finde es total schön, dass sie sich getraut hat, an der Tipperwerkstatt mitzumachen. Und da muss ich ja mal drauf rumreiten. Jennifer, ich finde deine Visitenkarte total schön. Also wirklich, die ist richtig, richtig schön. Jennys Papierhobby. Kreative Karten und Geschenkideen aus Papier. Und Jennifer hat eine, also eigentlich ist es auch eine Funfold-Karte. Dieses Stückchen wird geklebt und so klappt man nur dieses Stückchen hier auf. Und auch sie hat eine Lagenkarte gemacht, aber mit völlig anderen Produkten. Sie hat nämlich den Marienkäfer genommen. Ne? Also je nachdem, was man macht, das ist eingefärbt. Das sieht man auch, der Flügel ist hinten weiß und hier hat sich's dann ziemlich kräftig sogar. Wie hast du das denn hingekriegt? Das ist aber nicht mit Blends gemacht, so kräftig wie das ist. Naja, auf jeden Fall hat sie den weißen Farbkarton eingefärbt, hat hier für den Flügel noch das Pergament unterlegt. Total schöne Idee. Eine kleine Blüte mit drauf. Hier ist das Band und auch das hat sie ein bisschen eingefärbt. Wunderschön. In Lagentechnik geprägt. Also da ist eigentlich alles drauf, was man so machen kann. Zu finden ist Jennifer auch unter Instagram und zwar unter Jennys Papierhobby. Und wie sich das gehört, auch den Umschlag mit koloriert und bestempelt. Eigentlich sollte man das immer machen. Ich mache das auch viel zu selten, aber eigentlich ist es viel, viel schöner. So, weiter geht's. Mireille Liesbrock. Mireille ist eigentlich fast immer bei allen Tepa-Werkstätten dabei, von Anfang an, was ich total schön finde. Sie hat eine, oh, wie nennt man das noch, so eine Flechtkarte gemacht. Hier einfach das Designpapier, einen kleinen Stempel im Hintergrund. Auch sie hat das Band hier aufgefächert. Und das ist eine bestimmte Technik, wie man das falzt. Und falzt und faltet. Ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Man muss das nur untereinander hinlegen. Auch schlichte, aber sehr schöne Karte. Vielen Dank, Mireille. Susanne Hommen, wo ich jedes Mal drüber stolper. Flim Flemke. Und auf ihrem Stempel ist schon alles drauf. Ich muss mal eben kurz gucken. Also, auf jeden Fall ist Susanne bei Instagram aktiv. Und ich meine, sie baut gerade... Ach, da ist sie ja. Da ist ja die Visitenkarte. Flim Flemke, Marienkäfer, sagt man am Niederrhein. Susanne, ich habe es mir gemerkt. Niederrhein. Genau. Homepage ist da unter Flim Flemke und sie ist auf Facebook, bei Pinterest... YouTube will sie noch und Instagram immer mal wieder. Und sie hat so eine, wie soll ich das nennen, eine Rahmenkarte, sodass man einen Rahmen quasi ein bisschen schräg hinstellt und das sieht so aus, als wenn es eine Umrandung, ein Rahmen ist. Eine Blüte mit drauf und fertig ist die Karte. Innen drin noch Blüten. Oh, das ist das voller Anmut, das Stempelset. So sieht die Karte von Susanne aus. Sind mit den kleinen Karten fast durch. Sabine Seidel hat sich die Happy Hippos genommen. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, das ist koloriert. Ich weiß nicht, ob man das... Doch, das sieht man ganz gut. Ich muss mal ein bisschen in die Kamera gucken. Das ist mit dem Wing of Stella gemacht. Schöne Idee. Auch sie hat einen Rahmen gelegt und hinter den Rahmen quasi... Das
wenn man das jetzt aufmacht, so, dann sieht man das, dann kommt das hier so raus, eine Funfold-Card. Und so sieht es aus, als wenn hier hinter im Rahmen halt das Pergament und das DSP liegt. Das wird die Rückseite vom DSP sein, denke ich mir. Ja, hier sieht man es noch ein bisschen. Und witzig, also sie hat jetzt, ist das Band oder ist das Papier? Ah, kann ich schlecht sagen. Eine kleine Seiltänzerin da draus gemacht. Sehr, sehr schön. Dann haben wir Nadja Hoffmann. Nadja ist sehr aktiv auf Facebook. Nadja hat auch eine Funfold-Karte gemacht. So kommt sie, flach. Und wenn ich dann hier dran ziehe, dann fächert sie sich so auf. Total schön. Total schöne Lagentechnik hier. Hier hat sie das Pergament bestempelt. Embossed. Also wirklich ganz, ganz tolle Karte. Aber dafür ist Nadja auch tatsächlich bekannt. So, ein kleines Briefchen für mich und ihre Karte. Sie hat eine Homepage. Stempelhoffnung heißt sie. Weil sie halt Nadja Hoffmann heißt da. Nadja Hoffmann heißt und da hat sie Stempelhoffnung draus gemacht. Auf Stempelhoffnung Jimdo ist sie zu finden und wie gesagt, sie ist sehr aktiv auf Facebook. So. Jetzt muss ich das mal eben einmal wechseln hier, sonst fällt mir Stäbelchen um. Jetzt kommen wir zu den etwas größeren. Also Umschlägen, nicht Karten. Das hier ist von Gerlinde Vatalla. Gerlinde hat dann den Briefumschlag einfach ein bisschen verschönert. Mit einem Streifen Designpapier kann man auch super machen. Und sie hat eine Zickzack-Karte aufgebaut. Hier schön koloriert, drei Zweige dran, Karte fertig. Und ich sehe gerade, sie hat es leider falsch aufgeklebt. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Die Karte kann man wunderbar auch so verwenden. Nein, sie hat es nicht falsch aufgeklebt. Das war nur mein Blick. Ich hätte wahrscheinlich den Stempel umgedreht. Aber hat sie überhaupt nicht falsch gemacht. Wenn man es jetzt aufklebt, steht da nochmal beste Wünsche. So, dann haben wir Selma Zierroll. Oh. Gucken, wo ist denn ihre Karte? Nein, okay. Selma Zierroll ist zu finden unter Stempeluniversum. Und Selma hat eine Windowcard gemacht. Das heißt, hier guckt so ein kleines Stückchen raus. Ich muss das nur richtig fassen. Und wenn ich da anfasse, dann kommt hier so ein toller Spruch mit raus. Total schön. Hier hat sie in den Hintergrund das Designpapier gelegt und das Pergament mit Ausstanzungen gearbeitet. Und nicht nur hier hat man halt ein Kärtchen mit einem tollen Spruch. Innen drin ist auch gleich noch eine fertige Geburtstagskarte drin. Wunderbar. So, dann haben wir Sabine Ott. Und Sabine hat, glaube ich, gleich noch eine Karte mehr mitgeschickt, hat sie geschrieben. Ja. So. Sabine hat einen etwas anderen Umschlag genommen, macht aber überhaupt nichts, hat den noch bestempelt und hat eine Slimline-Karte gemacht. Auch wieder Lagentechnik mit Rechtecken und Rahmen übereinander. Das Band eingefärbt. Ich denke mal, die Bänder kann man ganz hervorragend mit den Blends einfärben. Das geht super. Das Pergament ist hier, da hinten ist noch Designpapier. Also hier ist richtig was los auf der Karte. Sehr, sehr schön. Ein Briefchen für mich. Innen drin auch. Oh nee, das ist gar kein Täschchen. Ah, jetzt verstehe ich das. Hier hat sie ein Stück Geprägtes reingelegt und wollte das überstempeln. Aber leider ist das hier ein bisschen hoch. Ist aber nicht schlimm, sieht trotzdem schön aus, gar kein Problem. Das ist quasi der Einleger, den man beschreiben kann.
sehr, sehr schöne Karte. Und sie hatte mir noch eine Karte mitgeschickt, weil sie ja weiß, ich spende meine Karten. Das hat jetzt gar nichts mit dem Designpapier zu tun. Das ist einfach aus anderen Materialien gemacht. Ganz lieben Dank, liebe Sabine. So, das kommt von Tanja Busse aus meiner alten Heimat Bremen. Und oh ja, die habe ich bewundert. Tanja Busse ist zu finden bei Instagram unter 3 Stempel hoch. Und sie hat aus dem, die macht immer total tolle Sachen, ich bin immer so begeistert. Sie hat aus dem Pergamentpapier ein Täschchen vorne drauf gemacht. Da ist ein Tag drin, geprägt. Das ist der Danke, die Danke-Prägung. Da steht dann Danke, Merci, bedankt, Merci beaucoup. Ja. Also alles Danke in mehreren Sprachen. Und das ist ein Täschchen. Da passt ein gesamter Umschlag rein, wo man wieder eine Karte reinstecken könnte. Oder in meinem Fall ist ein Brief da drin. Und was ich toll finde, dass man in dieses Täschchen nicht nur eine Karte, sondern eine Karte gleich mit Umschlag oder eben einen Brief reinstecken kann. Das finde ich sensationell. Eigentlich super schnell gemacht, aber sieht total klasse aus. Also eine richtig schöne Arbeit. Liebe Tanja, mal wieder, aber war ja klar. So, Ulla Knecht-Kubin. Jetzt muss ich mal schauen. Wo hat Ulla? Da. Das habe ich gesucht. Papalapap nennt sich Ulla. Ist zu finden bei Instagram, auf Facebook und auch auf YouTube. Und Ulla hat eine, da ist wieder ein Briefchen für mich, den nehme ich mal eben raus. Eine Karte gemacht. Auch hier, sie hat ein Fenster gemacht mit dem Pergament. Da schimmert so ein bisschen, so. Da schimmert so ein bisschen herzliche Geburtstagsgrüße durch. Aber das ist ein Tag, den kann man rausziehen. Und da hat man das nochmal quasi als Einschub. Rein theoretisch könnte man hier jetzt sogar noch ein Klappkärtchen drauf machen, dass man vorne einen Gruß hat und dann innen noch was reinschreiben kann. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Aber man hat ja auch eine normale Karte und kann da auch ganz normal reinschreiben. Also geht beides. Vielen Dank, Ulla. So, und 3 habe ich noch. Oh, heißt sie Katrin Jahn? Das ist nicht meine Ebene, das habe ich nicht so hundertprozentig drauf. Einen Moment, werde ich gleich... Kerstin. Kerstin Jahn aus Markranstadt. Markranstadt, okay. In Sachsen. So, und Kerstin hat eine... auch eine Funfold-Karte gemacht. Oh, ich bin falsch rum. So. Das klappt man hier auf. Ziemlich aufwendig mit koloriert und bestempelt und gestanzt. Also ist auch alles bei. Die klappt man auf. Viel Freude. Und hier kann man auch nochmal aufklappen und dann hat man hier noch was zum Schreiben. Sehr, sehr schön, Kerstin. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir Marion König. Das muss ich mich hier lassen. So, und da habe ich gleich 2 Karten bekommen. In einem sehr ähnlichen Stil. Man bekommt halt aus einem Bogen Grundweiß 2 Karten raus. Und das hat Marion genutzt. Hat hier noch das Designpapier unten mit rangeklebt. Und dann hat sie hat mit Kreisen gearbeitet und hat da die Sprüche raufgelegt. Hier ist ein Tag drunter, hier hat sie das Papier noch, nicht das Papier, das Band noch mit reingesetzt. Also schnelle Karten, aber die Idee muss man auch erstmal haben, darf man ja nicht vergessen. Ich habe natürlich auch noch eine Karte bekommen, was auch sehr schön ist. So, und als letztes, weil das keine Karte ist, habe ich von der lieben Doreen Maistrock, ich habe die Namen Vor- und Nachname zusammengebaut. Doreen Maistrock, die baut immer sehr plastische Dinge. Die hat schon unglaublich tolle Sachen gemacht
Und hiermit hat sie mich auch total überrascht und ich bin hin und weg. Und das behalte ich. Das behalte ich für mich. Ich behalte ganz, 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 ganz selten Dinge aus der Tepa-Werkstatt für mich, aber das behalte ich. Das tut mir leid, das gebe ich nicht weg. Und zwar ist das ein Rahmen, eigentlich eine Shadowbox, aber nur als Rahmen. Da hat sie einen Leuchtturm reingesetzt. Hier ist noch eine Muschel und ein Seestern, ein Spruch dazu. Und das Band, das hat sie aufgefriemelt und so zusammengefummelt, dass man sich das hinhängen kann. Also das finde ich großartig. Hier hat sie noch so einen Bommel gemacht, den sie auch eingefärbt hat. Also das finde ich wirklich großartig. Hier ist sogar, das sehe ich jetzt erst, hier ist sogar das Pergament noch mitverarbeitet. Also das behalte ich. Doreen, ich hoffe, das ist in Ordnung. Das werde ich nicht spenden. Das kommt bei mir hin. Super, super schön. So, und das war die Tepa-Werkstatt des zweiten Quartals. Das dritte Quartal hat ja heute begonnen und so ist auch schon eine Abfrage an mein Team gegangen, an das gesamte Team wieder. Und sollten sich neue Teammitglieder, da gehe ich einfach von aus, Teammitglieder jetzt während der Celebration einfinden in mein Team und mein Team erweitern und bereichern, die werden natürlich auch nochmal die Einladung erhalten. Allerdings läuft das nur noch, ich denke mal, 1,5, 2 Wochen, weil ich muss ja auch noch gucken, wie viele Leute sind das, wie viel Material muss ich bestellen und das Ganze auch noch verschicken. Dann hat man ein ganzes Quartal wieder Zeit und Ende September ist dann Rücksendezeitpunkt und dann stelle ich wieder das nächste Video vor. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration finden und ein paar Ideen übernehmen. Und schaut gerne mal auf die YouTube-Kanäle und Instagram-Profile und Facebook-Seiten von meinen Teamies. Da stellen sie natürlich dann immer fortlaufend ganz, ganz tolle Sachen vor. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao, ciao!